Haha! Sand. Obwiegt. Interessant. Also das hier ist ein cooles Biom. Ja, das sind doch genau die Bäume. Oh, guck mal, hier ist noch mehr von dem schönen Stein. Das kannst du jetzt abbauen. Ich habe da ganz viel von. Ich habe hier noch Stichproben. Ich höre einen Zombie. Oh, hier ist das von dieses anderer Stein. Hier ist dieser weiße Stein, den ich gerade fürs Deo sieht. Ganz viel. Das hier? Ja, und Diorit. Diorit. Deodorantorit. Mit Rosenduft. Hallo. Hi. Du bist schon wieder ein Zombie, ey. Sollen wir die Klappe Ich höre den auch, aber der ist irgendwie nicht hier. Oh Gott. Oh, vor allem klingt fast, als wäre irgendwo in der Nähe ein Dungeon so viele Zombies, wie das sind, ey. Ja, vor allem, man hört immer tausend Zombies, man denkt, da ist ein Dungeon, man freut sich voll, wenn man denkt, so geiler Loot und so. Und dann ist einfach nur so zwei Zombies, die miteinander Liebe machen und dabei nicht Alter, wie viel von diesen Blöcken kommen, also, krass. Hört nie wieder auf. Vorsichtig, wenn du dich irgendwo runtergräbst. Ja, ich grab immer da, wo ich gerade nicht draufstehe. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Spitzhacken eingepackt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir so viel rumspitzhacken. Alter, die Zombie. Wie denn? Ah, das ist ein Dungeon. Geil. Da finden wir ja einen Sattel. Wo bist du denn? Ich habe mich hier reingebuddelt. Ach, geil. Oh, geil, Romatico. Vor allen Dingen ist es ein Marvin-Dungeon. Das ist auch immer sehr gut. Lass mich mal noch was sehen. Oh, aua. Ja, ich werde gemarvin. Muss mal die Akku von denen zu ziehen. Ich hab den Spawner ja schon, habe ich eine Fackel draufgestellt. Ah! Die Zombie, voll gut. Wir müssen noch den Eingang. Ah ja, der Eingang ist so sehr gut. Ein Eisen, Musikdist. Dist. Musikdist. Oh, jetzt aber eine Sattel und eine Pferderüstung. Ja, geil. Gunpowder brauche ich noch. Also ich tue mal meinen Crap einfach da rein, ne? Ja. Huch. Der ganze Crap, den ich nicht mehr brauche, rein. Iron Horse Armor. Ja, ich muss auch gerade sortieren, was ich brauche und was nicht. Die Feder brauche ich auch nicht. Den Redstone lasse ich hier. Das Eisen nehme ich mit. Vergammelte Fleisch. Falls du noch irgendwas tragen kannst, davon darfst du es dir gerne mitnehmen. Ich nehme auch mal mit, was eventuell passend ist. Die Sonnenblumen will ich behalten. Die Äxte brauche ich. Den Sattel. Lade. Den neuen, das neue Steindings, da will ich auch mitnehmen. Kohle habe ich eigentlich zuhauf, aber es kann ja kein Kohle verstellen. Naja. Ha, ist das lustig. Ha, boah, das war die Riesenhöhle. Wollen wir gucken gehen? Hallo. Vielleicht droppt ja einer eine Möhre. Können wir hier mitnehmen? Ich könnte mal was von. Ah. Ui! Schub mich hier nicht. Ich mach mal das Wasser hier weg, ne? Oder machst du das? Aua. Machst du das Skelett? Ich mach das Wasser. Au! Ja. Stopp! Lass Wuschel in Ruhe! Genau, lass Wuschel in Ruhe! Wow, Höhlengeräusch! Voll das gruselige Höhlengeräusch. Wir müssen mal ausleuchten. Was setzen wir denn als Eingangspunkt? Das hier. Ja, das ist der Eingang. Das Loch nach draußen. Hier ist der Ausgang. Nach draußen. Nach draußen. Alter, die Höhlen sehen so viel lebendiger aus mit den neuen Steinen. Ja. Ich muss das Eisen mal mitnehmen, man kann nie genug Eisen haben. Ich hab mal ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, ich war quasi direkt hinter dir, bis ich das Eisen gefunden habe. Noch mal schnell alles ausleuchten, so manchmal immer mal Budel. Ich will auch noch ein paar von den neuen Steinen hier mitnehmen. Ja, da sind ja hier jede Menge da. Musst du dann, das ist ja nicht weit weg von dir gewesen, da kannst du auf jeden Fall noch mal mehrere Exkursionen machen. Das werde ich ja auch machen. Ich habe ja, Gott sei Dank, ist es auch nicht ganz so weit weg von zu Hause, dass ich Command-Blöcke nutzen könnte, ohne dass man irgendwelche blöden Ladezeiten hat. Ja, ich hole mir jetzt, glaube ich, von jedem mal so ein 64er-Stack erstmal oder so. Ja. Es wird draußen dunkel. Ja, es ist egal. Wir sind ja hier drin. Ja, fast hier drin sicherer. Ich gehe mal auf die andere Seite der Höhle. Hm, mach das. Ging's ja auch noch runter. Ah, Kripper! Kripper. Hallo, ich hab den sowas von. Alter, die sprengen aber auch krass, ey. Riesen Megor-Sprengung. Das sind aber auch riesige Höhlen.
Huch, schon wieder ein Creeper. Ich hatte zwischendurch immer so kleine Server-Lags, das ist voll nervig. Ja, gut, die haben wahrscheinlich gerade echt Probleme mit einer DDoS-Attacke gehabt und versuchen das gerade zu fixen. Nee, ich meine... So, oh, lauter Hexen, na, das ist ja lustig, nicht weg hier. Nee, ich meine, können die ja auch haben. Ist halt nur immer blöd, wenn man jeden Moment damit rechnen muss, dass einem so ein Creeper in den Nacken springt. Ja. Den habe ich auch so ein bisschen mehr ausgeleuchtet jetzt. Bei den, von den Hexen gehe ich trotzdem mal wieder weg. Hä? Das sind ja diese neuen Steine. Ja. Mache ich mir davon jetzt auch ein 64er-Stack voll und dann kann ich damit erstmal rumexperimentieren. Spitzhacke kann ich. Doch, eine habe ich noch. Wie gesagt, ich habe irgendwie bei der Werkzeugherstellung die falschen Prioritäten gesetzt. Ja, ich muss auch gerade mal, bei mir ist so ein bisschen die Sachen so kaputt. Benchmaking. So. 51, 53, 54, 55. Ich habe mich ein Stick. Bei Minecraft wünsche ich mir 250er Stacks. Oh, das wäre so toll, wenn es... Oder man einfach eine Verzauberung auf seinem Rucksack hätte, dass man als selber wirklich einen Rucksack trägt. Das würde ich mir ja schon seit langer Zeit wünsche ich mir, dass man in Minecraft ein total winziges Inventar hat, quasi was man so in die Hände nehmen kann und sich erstmal einen Rucksack machen muss. Ja, das wäre eine Idee. Dann, ist jetzt dann ein kann man den Rucksack halt enchanten. Mhm. Kohle nehme ich mir auch noch mit. Oh, geil. Ja, oder halt einfach wirklich diesen Rucksack-Mod vernünftig ins Spiel einbringen. Dass man sich einen Rucksack craftet. Ich habe da einen Ofen hingestellt, da kannst du dein Eisen mal reinschmeißen. Cool. Wir müssen noch ein paar mehr Sachen machen. Kohle, komm her. Ofen. Ich komme hier hoch. Ach, da. Ein Minecraft-Ofen. Ja. Halleluja. Wenn man einen zweiten hin, ich will mal gucken, ob man die Steine auch verbrennen kann. Nee, die kann man nicht brennen. Den Granit auch nicht. Den Andesit auch nicht. Davon habe ich sogar schon wieder viel zu viel. Lehm könnte man jetzt direkt brennen, ne? Ja, Lehm könntest du direkt brennen. Kleinen Kügelchen. Oh, voll. Mache ich jetzt einfach erstmal. Hä? Hast du gerade dein Lehm da reingesteckt? Ja. So, ich dachte nicht gerade, hey, warum stecke ich da 64 Lehm rein und kriege 64 Lehm wieder raus? Erstmal exploiten. Das würde ich dann mit Diamanten machen. Ich will noch Diamanten finden. Oh ja, wir können ja hier noch ein bisschen tiefer in die Höhle vordringen. Schön. So, dann muss ich mir aber auf jeden Fall mal hier noch eine Spitzhacke machen. Ja, ich auch. Ich habe kein normales Holz dabei. Wo sind meine... Ach, die habe ich zu Hause gelassen. Hast du noch Stickies? Technischer Fortschritt. Ja, ich habe noch Stickies da. Gut. Ja, ich sollte mir auch noch hier Bling. Dock und Dings und Fackel. Das kann weg. Eine mache ich mir noch. Dann mache ich uns noch eine Truhe, dass wenn wir nämlich in die Höhlen gehen und irgendwas passiert, ja, können wir die wertvollen Sachen vielleicht in eine Truhe packen. Auch hier so ein bisschen sicher. Schallplatte zum Beispiel, das brauche ich alles nicht mit in der Höhle, das auch nicht. Den ganzen Andesit-Kack. Kann man Schallplatten stacken? Nee, ne? Schade. Polierter Andesit, normaler Andesit. Ich hoffe halt immer noch, dass man eines Tages mit Schallplatten mehr machen kann. Vielleicht Rezepte, um mehrere Schallplatten machen zu können oder sowas. Das wäre schon echt geil. Nee, meine Pferdesachen nehme ich jetzt aber, mal lasse ich die hier, nehme ich die mit. Lass sie hier drin. Wir finden ja hier wieder, müssen ja hier wieder raus. Gut, wenn du das sagst, dass wir hier wieder hinfinden, dann glaube ich dir das mal. Ja, die Koordinaten sind 692. Block 693. Okay. So, für die Blumen ist da noch Platz. Mal raus, das ist kein Problem. Ist das Eisen da schon? Nee. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Oder bist du noch am... Ach, ich mach noch,
zweite Truhe daneben, damit da wirklich. Achso, da muss ich jetzt. Den Block oben drauf. So. Dann sind meine Eier auch noch da. So. Ach, deswegen sind wir weibliche Let's Player. Weil wir unsere Eier irgendwo in Truhen gelassen haben, oder was? Die Holy Eggs. Gott. Kohle! Davon haben wir so wenig. Kohle, Kohle, Kohle. Hier geht's nicht weiter. Kohle, Kohle, doch, hier geht's. Aber hier ist schon ausgeleuchtet. Warst du hier schon? Komm, ja, hier war ich schon. Ich habe sonst da drüben noch einen Platz entdeckt, wo es weiter runter geht. Nur da waren halt auch zwei Hexen. Ja, die, da machen wir tot. Tödlich. Ja, die, wenn die halt einmal so ein Elixier auf einen werfen, hat man halt nur noch einen halben Lebenspunkt. Das ist echt scheiße. Hey, wir bräuchten einen Bogen oder so. Kann ich mal ein scheiß Skelett so ein Teil droppen? Ja, ich hatte vorhin einen, der ist dann kaputt. Na toll. Eichen. Eichen. Schön und mehr Eichen. Aber Eichen, das ist voll gut. Ich mag das Eisen. Na komm her, der Eichen, komm mal her. Oh, schöner Eichen. Höhlengeräusch. Wusch. Genau, und da unten waren Hexen. Im Moment sind ja keine Hexen. Finde ich gut. Wir machen uns erstmal einen sicheren Fluchtweg wieder nach oben auf jeden Fall. Damit wir zur Not weglaufen können. Ein bisschen weitläufiger. Die Hexen ja auch einfach alle weggelaufen. Warte mal hier unten. Sind sie schon mal nicht? Au! Oh, ich bin so gefallen. Oh Gott, ich bin in 1000 Höhle, Gänge, Hilfe! Ich habe einfach ein Loch im Boden. Die Hexen auch darunter gefallen. Merken, dass es nicht mehr nach oben geht. Ich heiße Marvin. Du bist in einer ganz anderen Richtung, ne? Oh, hier geht's runter. Leuchte gerade Sackgassen aus. Die sind for the good. Vorsichtig. Da ist ein Pilz. Scheiße, ein Pilz. Oh no. Oh nein, es ist ein Pilz. Oh, wie viel lebendiger die Höhlen jetzt mit den unterschiedlichen Steinen aussehen, ey. Oh mein Gott, warum muss das riesig sein? Ich hab so weit, Leute. Boah, die Höhle ist echt riesig. Ich komme ja auch immer weiter runter. Gerade. Ich habe einfach nur so eine riesengroße breite Höhle gefunden. Das ist eine riesige Fläche. Lapis Lazuli, brauchst du das nicht? Schlucht. Ich habe eine Schlucht gefunden. Ja, Lapis Lazuli. Oh, das ist ja. Alter, Gold. Ich habe auch Gold gefunden gerade. Und Eisen. Aua. Und Scheiße. Hier ist voll die Falle, die mache ich zu. Aber. Oh, Fledermaus, habe ich mich erschrocken. Ich habe schon wieder einen Marvin. Ah, da sind zwei Marvins, die miteinander schmusen. Oh, die machen voll miteinander rum. Jetzt haben sie mich gesehen. Was, warum ist der alles von mir denn auf den einen so total geil, ey? Hör mal auf damit, ist ja ekelhaft. Die haben sich halt lieb. Das Lava. Okay, das hier endet in einer Sackgasse, das ist okay. Ganz viel Lava. Hier war auch nichts Dolles, hier war nur Kohle. Und Eisen, das Eisen. Ich sehe deinen Namen. Ich deinen nicht. Ganz kurz deinen Namen gesehen. Ich sehe deinen nicht. Meines mir zumindest eingebildet zu haben. Ruf den Krankenwagen, sie sieht random weiße Schrift. Ich mache hier gerade mal die ganze Lava weg in der Hoffnung, Diamanten zu finden. Ich habe da unten auch, es ist hell. Da ist Gold. Ah. Wow, Redstone, aber ich nehme das Lapis Lazuli auf jeden Fall noch mit. Wie wollen wir das alles nach Hause kriegen? Und noch mehr Zombies. Alter, das ist ein... Sind das da hinten Diamanten? Nee, das ist nur Eisen. Scheiße, das ist ja riesig hier unten. Riesengroße Lavafläche des Todes und ganz viel Eisen. Darf ich bitte mein Wasser wieder haben? Ich hab's versucht, die ganze Zeit mit der Kohle aufzuheben. Das wird dann nichts. So, der Zombie ist hier einmal außen rumgelaufen. So ein Arschloch. Was ist das so geplant, ne? Okay, so viel Eisen habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen. Ach, ich sehe wieder deinen Namen. Hallo! Warte. Du müsstest es gleich zwischenhören. Ich sehe dich! Ich hab da mal Lava, hier ist überall Lava, pass bloß auf, du. Schon wieder ein Marvin. Verpiss dich! Kommen sie dann alle her? Auch nicht.
Hallo. Hallo.